warum auch immer, aber ich war um 3.41 Uhr wach. Und ich mir dachte, oh, stellst du ja noch einen Wecker zu 4.30 Uhr, weil um 5.10 Uhr ist Sonnenaufgang. Und dann schaffst du es vielleicht zum Strand, zum Sonnenaufgang, kannst Zeitraffer-Video aufnehmen, ein paar Fotos machen und so. Und als ich dann wieder wach geworden bin, war es 5.19 Uhr. Warum auch immer. Jedenfalls habe ich den Wecker überhaupt nicht mitbekommen. Ist auch nicht so schlimm. Was ich aber auch nicht verstehe, ist, warum mein Telefon hier spinnt. Kann ich mal sperren. Hat sich total aufgehangen. Sehr merkwürdig. Und das macht auch keinen Ton. Also ist jetzt nicht so, dass ich den Wecker hier piepen höre oder so. Sehe wahrscheinlich total zerzaust aus, wenn ich die ganze Zeit im Rechner gesessen habe und wenn ich im Rechner sitze und überlege und nachdenke und so, dann fummel ich immer im Bad rum und dann mache ich öfter hier so. Wie auch immer, Handy funktioniert wieder, nachdem ich jetzt neu gestartet habe. Ich habe das eben die ganze Zeit im Rechner gesessen. Was aber auch manchmal nicht so funktioniert wie mein Handy heute Morgen, ist mit dem Aufnehmen hier an der Kamera, wenn ich unterwegs bin, so mit dem Hund Gassi war und so, habe ich gemerkt, beim Aufnehmen und beim Schneiden ist mir das gerade aber nochmal in den Sinn gekommen. Und wie das passiert, wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Kleinen Moment. Wenn ich nämlich Gassi gehe, packe ich meine Kamera mit dem Fuß auf. Hier unten ein Gorillapod, jetzt ein Weitwinkel auf dem iPhone, das wäre super. Also hier unten ein Gorillapod und die Hand habe ich so, dass wenn ich aufnehmen möchte, hier nur aufdrücken brauche. Und dann nimmt es auf. Oder wenn die Kamera sich automatisch abschaltet, dass ich dann den Knopf hier wieder einschalte. Und was mir aber oft passiert ist, ist, dass ich den Knopf entweder nicht richtig erwischt habe oder dadurch, dass ich ihn so oft benutze in letzter Zeit, der vielleicht schon ausgenudelt ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall erwische ich den Knopf nicht richtig und dann habe ich auf Aufnahme, habe irgendwas gefilmt gerade und beim Ausmachen mache ich es nicht richtig aus oder mache es nicht richtig an. Und dann passiert es halt, dass ich entweder die Aufnahme gar nicht gestartet habe, was ärgerlich ist, ich das aber nicht bemerke, weil ich die Kamera dann halt so hinhalte und aber nicht gucke. Also ich gucke dann nicht hinten rein, sondern halt nur die Kamera in die Richtung. Oft jedenfalls. Oder ich schalte halt nicht aus die Aufnahme und nehme den Arm wieder runter und gehe gemütlich mit dem Hund weiter und die Kamera nimmt auf und nimmt auf und nimmt auf. Ja, ist mir in letzter Zeit öfter passiert. Was in den letzten 3 Videos schon passiert ist, wird jetzt passieren. Ich beende dieses Video hier, weil ich gehe jetzt duschen, dann muss ich zur Arbeit. Morgen habe ich frei, morgen Dienstag. Ach, kommt Jens hierher, weil wir morgen zum Touristiker-Talk gehen im Steigenberger. Er findet einmal im Jahr statt. Wir waren vor 2 Jahren oder so mal da und haben uns jetzt vorgenommen, wir gehen nochmal hin, weil es eventuell ganz interessante Themen gibt. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich gehe jetzt duschen, dann gehe ich zur Arbeit. Also sage ich für immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video hoffentlich. Ja, tut mir leid, dass irgendwie nicht viel passiert, aber heute Morgen hat das mit dem Aufstehen irgendwie überhaupt nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, warum ich um 3 Uhr, was war das, 41, irgendwas so, warum ich 3:15 oder so wach war, keine Ahnung. Naja, gut, tschüss. Der Grenzschlamm fand gestern wieder statt, wer das nicht kennt, ist findet hier am Strand von Arlberg bis Bandin statt. Mehrere Hotels nehmen daran teil, bei uns so.